Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator 2. Ja. Ja. Starte das Spiel. I guess. Los! Danke. Kommen wir sofort oder trotzdem letzte Zeit immer ewig, das Spiel zu starten? Gut, okay, ich meine, könnt ihr ja gar nicht wissen. Ihr wisst ja nicht, wann ich auf die Taste drücke. Aber ich habe das Gefühl, dass Delay zwischen Enter drücken und das Fenster kommt, ist schon viel größer geworden. Gefühlt. Oder sollte weniger Drogen nehmen. Oder auch einfach beides. Gott, so viele Possibilities. Gott, ich habe eine Minute vergangen und wir haben noch nichts geschafft. Fertig zum Losfahren. Holy Guacamole. Immer geradeaus. Ach genau, 15 Uhr, können wir so auch gleich pennen gehen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Aber warum denn? Da sind wir wieder bei bestem Wetter. Ups. Frankfurt am Main. Na gut, so sieht's, so groß sieht Frankfurt am Main jetzt aber nicht aus. Obwohl doch, doch. Ja doch. Ja doch, ist größer geworden. Geradeaus. So, mal gucken, wie ich da hinkomme mit der Kamera. Ach, das ist ja schon. Frankfurter Skyline. Ja, also befahrbar ist zwar nicht viel, aber sieht zumindest schon mal sehr groß aus jetzt. Also
Na klar, ich meine, viel Platz haben sie natürlich nicht auf der Map, weil sonst müssen die das ganze Autobahnnetz umarbeiten. Die können nur den Platz nutzen, den sie auch haben, so. Von daher können sie wahrscheinlich in Deutschland selber nicht viel machen mit großen Städten. Also bin ich ja schon gespannt, wie sie Berlin realisieren wollen. Cool, bei den Toren da hinten ist ein Grafik. Aber die haben den Platz zumindest gut benutzt. Also es sieht schon sehr, wow, sehr groß aus. Und vor allen Dingen Straßenbahn. Haha. Straßenbahn. Es gibt nichts Schöneres als Straßenbahn. Straßenbahn müssen wir uns gleich mal anschauen. Da will ich mal sehen, wie sie es gebaut haben. Der Typ macht komische Bewegung. Du müsstest dich für die Bewegung direkt vor sie stellen. Dann funktioniert das auch mit der Fortpflanzung. Manche Leute müssen es halt noch lernen, wie das geht. So. Oh, den LKW kann ich vorher. Hatsune Miku. Kann man das essen? Ich meine, vernaschen kann man es nie. Okay. Oh, da kommt Straßenmann. Guckt euch an. Guckt euch an, wie sie da rumsteht. Ah. Los, fahr los. Es tut mir so leid, was auch immer ich getan habe. Ich habe das nicht verdient. Was gerade passiert, Alter? Also für die, die es nicht wissen, die Strecken werden ja so zusammengesetzt, dass man, also gut, in der Kamera sieht, in der Position sieht man meine Maus nicht. Also auf jeden Fall, du hast mehrere Map-Teile, die halt zusammengesetzt werden. Wollt die Spuren dann drauf sich verbinden? Oder normalerweise, wenn du mehrere Straßenteile zusammensetzt, werden die Spuren automatisch miteinander verbunden. Das heißt, Autos wieder langfahren, fallen von einem Map-Teil zum anderen. Wenn diese Verbindung aber nicht so ganz hinhaut, zum Beispiel wie bei den Straßenbahnmaschinen wahrscheinlich, dann ist für die Straßenbahn die Strecke an der Stelle zu Ende. Und die anderen Schienen, die da weitergehen, sind neue Schienen. Das interessiert der Straßenbahn aber nicht. Für die ist ihre Schiene zu Ende, also verschwindet sie einfach. Ja. Was macht er gerade? Ich bin auch hier. Okay, ach so, hier ist ein Gleisdreieck. Aha. Warum hat die ein U-Bahn-Schild? So, guck mal, der hat ein U. Ist das in Frankfurt so? Haben die nicht verstanden, was U-Bahn bedeutet oder was? Mit unterirdische Bahn heißt, also unterirdische Bahn heißt nicht, dass die Bahn unterirdisch schlecht ist, sondern dass sie unterirdisch fährt, also Untergrundbahn. Also, warum ist das bei denen nicht bei der Straßenbahn dran? Das macht doch gar keinen Sinn.
Aber schön lange Streckennetz, wow. Und da verschwindet die Straßenbahn. Ich hätte zwar eher gedacht, dass sie nach links abbiegt und quasi einen Kreis schließt. Aber das macht sie wahrscheinlich nicht. Gut, die Freileitung ist schon mal weg. Genau, hier oben endet auch die Straße. Das heißt, hier müssen sie auch gleich wieder verschwinden. Voilà, genau. Nächste, so sieht's aus, wenn eine Straßenbahn ihre Strecke verlässt. Dann verschwindet sie halt einfach. Und wie gesagt, normalerweise, wenn man die Straße baut, hast du halt immer Verbindungsstücken. Und, wenn die Straßenbahn, also wenn diese Verbindungsstücke halt nicht richtig gemacht sind, dann verschwinden die Fahrzeuge halt an der Stelle einfach. Okay, das heißt, die Strecke endet einfach im Nirgendwo. Schade. Weil ich dachte nämlich, dass der nach links führt und dann irgendwann hierhin zurückführt. Aber wisst ihr, dass das hier quasi ein Kreis schließt. Aber scheinbar scheinen die Strecken alle einfach nur irgendwo im Nichts zu enden. Ja, die endet ja auch im Nix. Wobei. Nee, doch, ja doch, die endet auch im Nix. Na. Schade, die Strecken wirklich einfach alle. Wow. Im Nix. Hat irgendwie gehofft, dass es hier richtig. Ja, hier auch. Hat irgendwie gehofft, dass es richtige Straßenbahnnetz gibt. Jetzt würde mich mal interessieren, ob an der Stelle, wo die Straßenbahn despawned ist, auch Autos despawnen, aber ich meine, das hätte ja eigentlich den Entwicklern auffallen müssen. Tja. Ob hier wohl mal nochmal eine Straßenbahn kommt? Was ist denn da los, wenn wir mal kommen? Züge. Ah, da kommt eine Straßenbahn. Mal gucken, wo die lang fährt. Bitte nach rechts. Oh ne, die fährt nach links. Verdammt. Okay, Drehgestelle bewegt sich ja gar nicht. Das ist ja langweilig. Schade. Leider weiß ich jetzt noch nicht genau, wo die Straßenbahn disappeared ist. Ich weiß nur, dass hier in dem Gebiet irgendwo war. Hier sehen die Gleise aber zumindest erstmal alle verbunden aus. Also sieht jetzt nicht irgendwie aus, dass hier eine Lücke oder sowas ist. Da kommt die nächste Straßenbahn. Diese Straßenbahn wird uns alle Geheimnisse verraten. Okay, also muss hier irgendwo das Ende der Strecke sein. Ja, zumindest kann ich hier nichts Verdächtiges finden. An der Stelle.
Naja, gut. Können wir jetzt mal gucken, wie die Autos da lang fahren? Ich kann einfach mal kurz die Geschwindigkeit hochdrehen. Warp-Geschwindigkeit 10. Ja, Autos scheinen davon wirklich nicht betroffen zu sein. Ja, die fahren alle ganz normal weiter. Scheinen also nur die Straßenmaschinen durch zu sein an der Stelle. Warum auch immer. Welcome to timelapse.de. Na gut. Machen wir mal lieber wieder unser weiter. Haben schon genug Zeit vergeudet hier. Let's go. Aua. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Wow, Flugzeuge. Übrigens, diese Stellen, wovon ich geredet habe, wo diese Straßen miteinander verbunden sind, seht ihr immer wunderbar hier an diesem Ding. Immer, wenn ihr irgendwo rauffahrt, seht ihr ja, dass das immer mit einmal ein so ein Bereich gelb wird. Und das sind genau diese verbundenen Segmente. Das heißt, jetzt ist das alles hier ein Segment. Jetzt mit einer Grenze zum Segment und bapp, dieses kurze Stück ist also ein Segment gewesen. Und so kann man halt, ne, mit dem Map-Editor, mit der Automap
Dings da halt relativ gut sehen, was so ein Segment ist. Weil dieses Freischalten, dass man es erkundigt hat, ist nämlich immer für ein Map-Segment. Deswegen sind die Dinger auch teilweise größer und teilweise kleiner, je nachdem wie die Dinger halt gerade platziert sind. In der Regel hast du bei größeren, weiteren Kurven auch größere Segmente. Ich schätze mal, es liegt einfach daran, dass in dem Moment, wo du Segmente machst, wo du also Verbindungspunkte hast, wird zwischen diesen Verbindungspunkten der Bogen automatisch berechnet. Und je größer die Punkte sind, desto mehr wird also berechnet und umso sauberer ist die Kurve. Während wenn du halt sehr viele Punkte per Hand machst, ne, weißt du ja, Menschen sind nicht gut darin, Kreise zu zeichnen. Und genauso sehen auch die Kurven relativ scheiße immer aus. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und teilweise merkst du auch, dass man viel größere Sachen, also zum Beispiel Tankstellen und sowas alles, das sind ja wirklich einzelne Module, die da als Ganzes eingefügt werden. Und deswegen hast du das halt auch so, dass wenn du auf eine Tankstelle rauffährst, also vom Rastplatz rauffährst, der gesamte Rastplatz mit einmal gelb wird. Weil es halt wie gesagt ein Modul ist und dementsprechend halt auch ein Segment ist. Und da ja immer segmentweise gesagt wird, okay, dieses Segment kennst du bereits, gilt das dann halt automatisch für die gesamte Raststätte. Teilweise hast du es auch sogar bei ganz großen Konstrukten, wie zum Beispiel solche Mautstellen, die dann riesig sind, dass dann auch die gesamte Mautstelle mit einmal gelb wird. Das ist dann alles jeweils, weil es dann immer ein Objekt ist, was eingefügt wird. Daran erkennt man das relativ gut. Also wir sehen auch die meisten Raststätten in der Standard-Map von ETS auch immer alle gleich aus, also oder sahen, wie gesagt, jetzt wird da gerade viel überarbeitet, aber bei der alten Stamm-Map sahen halt immer alle Raststätten immer gleich aus, weil es halt auch immer das gleiche Modul ist, was immer eingesetzt wird als Ganzes. Das ist ja eins der Sachen, die ich halt vor allem an der Base-Map kritisiere, dass halt dadurch überall alles gleich aussieht. Links ab.
du Pisser, hol mal nicht hier, du Arsch. Ey, was ist los, ey, du Asphaltfahrer, du. Wir haben Montag. Aber die ganze Zeit 60 zu fahren, ist auch irgendwie seltsam. So eine Geschwindigkeit, die man eigentlich so kaum kennt. Entweder 50 oder 70, aber 60 eher unüblich. Was macht denn der da? Ach so, weil der vielleicht überhaupt. Naja, danke. Deswegen überholt man nicht. Ja, Pisser. Halt dir den ganzen Verkehr auf. Ja, wir stehen gut. Gut, na dann, würde ich mal sagen. Bis zur nächsten Folge. Und dann sieht man dich dann wieder.